Let's Play Tomb Raider Nummer 3. Es geht natürlich weiter. Wir wollen es nicht sein lassen. Wir können es nicht sein lassen. Und insofern ist die Konsequenz, dass es einfach weitergeht. So, wollen wir mal gucken, was in welche Richtung kommt. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Was ist wo? Was ist wie? Was ist wann? Bitte kommt jetzt kein Zug, ey. Dann schrei ich. So, wir hatten ja vorhin eine Öffnung aufgemacht, glaube ich. Das war doch hier in diesem roten Club. Ja, irgendwas war hier in diesem roten Club. Irgendwas ging hier in diesem Clubhaus ab. Und das wollte ich jetzt nochmal rausfinden. Und ja, wie gesagt, wir brauchen irgendwas, um eine Tür zu öffnen, da wo wir vorhin schon mal oben waren. Wir sind da noch nicht richtig. Also wir haben es noch nicht richtig erfüllt, unser Ziel. Das kriegen wir aber alles geritzt. Wir sind ja erfahrene Tomb Raider-Spieler. Obwohl dieses, ja, blind ist, wie gesagt. Na? Und, ach, schade. Wie gesagt, seid alle weiterhin dabei. Das freut mich natürlich. Das zeigt mir das generelle Interesse daran. Und Tomb Raider 2 läuft im Moment auch weiter. Das wollte ich auch nochmal sagen. Kündige ich immer wieder an, auch als Playlist abrufbar natürlich. Die ersten Videos in HD, dann habe ich mich aber entschieden, das zu lassen, weil es einfach zu lange dauert, aber wahrscheinlich wird alles nochmal in der HD-Auflösung irgendwann erscheinen. Ja, die Geduld werde ich dann aufbringen. Versprochen. Ja, ich habe immer noch diesen scheiß Husten. Und vor mir liegt gerade, ganz lecker, eine Packung türkisch Pfeffer. Brrr. Da kriege ich ja jetzt voll Bock drauf. Ja, voll bekloppt, oder? Sagt was dazu. Ich weiß, was ich tun muss. Na toll. Das wollen wir ja gar nicht machen. Da fährt schon wieder eine U-Bahn. Ich höre sie. Ich höre eine U-Bahn fahren. Hier fahren ständig Züge lang. Also irgendwie scheint das ja doch noch alles so ein bisschen in Betrieb zu sein hier. So, einmal hochsteigen. Höher als das können wir ja eigentlich auch gar nicht. So, wir müssen jetzt diesen roten Raum studieren und irgendwas geht in diesem roten Raum ab. Der ist mir nämlich ungeheuerlich. Irgendwie. Irgendwas gefällt mir hieran nicht und irgendwas... Diese Luke habe ich gemeint. Die habe ich vorhin aufgehen gesehen doch. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum geht diese Luke auf? Ja, jetzt wissen wir es. Sie hat irgendeinen Sinn. Sie hat irgendeinen Sinn. Irgendwas müssen wir da machen und ich weiß nicht was. Aber wir lassen uns drauf ein. Das ist ja alles kein Problem. Was ist denn das für ein öffentliches WC? Okay. Jetzt sag nicht, das ist noch eine U-Bahn-Station. Also dann rufe ich meine Oma an. Schon wieder so ein Pornoköter. So. Das ist jetzt irgendwas im Irgendwo. Das kenne ich noch nicht. Das heißt, hier sind wir ja dann schon mal anscheinend irgendwie richtig. So, was ist das hier? Meistens liegen auf solchen Boards noch irgendwelche Produkte, die man einsammeln kann. Ich gucke mich hier gemütlich um. Wir sind ja nicht auf der Flucht, oder Freunde? Ah! Cool. Nehmen wir mit. Was haben wir jetzt eigentlich an Waffen, ey? Wofür ist das? Ach, MP5. Ja, gut. Die war schon mal. Oh nee, da ist so ein Bruchboden. Was ist da unter? Passt auf, da unter ist scheiße, ey. Aha. Das kenne ich noch, sowas. Das hatten wir am Anfang des Levels schon mal. Da haben wir uns schon mal drüber geärgert. Ich schieb das bloß nach vorne. Das. Wer weiß, was das bedeutet. Okay. Okay, da ist was aufgegangen. Was ist das hier für ein lustiger Raum? Irgendwie ist das hier echt erschreckend, findet ihr nicht? Also, Zielsetzung ist ja auch irgendwann das Spiel mal durchzuschaffen. Wollen wir mal gucken, wie gut wir sind. Ob wir das demnächst auch schaffen. Was war bitte das? War da irgendwas mit Zeiträtsel oder so? Ich weiß nicht.
möchte ich jetzt auch echt nicht mehr wissen. So, wenn wir jetzt hier diesen Gang hochstolzieren. Was kommt auf uns zu? Ach nö. Ach nö, alles voller Hebeln. Ich gehe da weg. Ich will nicht. Ich will keine Knöpfe drücken. Lass mal gucken, ob da drüben doch was war. So. Von da kommen wir. Na toll, da ist... Wir müssen die Knöpfe drücken. Gut. Ja, der Schnupfen ist immer noch nicht gut. Also wenn das darauf bestanden wird, dass wir diese Behindertenknöpfe drücken, dann werden die Behindertenknöpfe auch gedrückt. Was das auch immer zur Folge hat. Was habe ich da oben gesehen? Moment. Also irgendwas öffnet der Scheiß. Ja, schön. Sagt mir jetzt auch ganz viel. Euch auch, ne? Sagt mir auch ganz viel. Ein Zeiträtsel. Ich bin so undankbar. Ich bin so undankbar. Ein Zeiträtsel. Leck mich an die Füße. Warum immer ich? Warum immer ich? Was soll das? Das ist doch so gemein. Ein Zeiträtsel hier einzubauen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, da ist man hier schon gefickt ohne Ende. Sorry des Ausdrucks, ja. Das meine ich nicht böse, aber man ist hier schon so genervt von einigen. Und dann kommt da auch noch ein Zeiträtsel. So. Nein, 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 nein. Oh nein! Kann man da durchs Wasser laufen oder wäre das zu tief? Okay, das Wasser ist ein Hindernis. Na toll, ein Zeiträtsel. Ich freue mich, ich freue mich. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwas bei Tomb Raider immer gehasst habe, dann sind das Zeiträtsel. Ehrlich, diese Dinger waren noch nie beliebt bei mir. Okay, komm, weiter. Auf weiter. Komm. Oh, Mann! Da sind so viele Sachen im Weg! Das ist doch scheiße! Warum muss das jetzt sein mit Zeiträtseln? Warum hier? Ehrlich, ich könnte kotzen, ich könnte scheißen. Echt, ich bin kurz davor, echt durchzudrehen. Weil Zeiträtsel sind noch nie meins gewesen. Echt nicht. Ja, kleb da, Alter. Ja, immerhin sind wir in irgendeine Tür reingekommen. Warum auch immer, was das ist, weiß ich auch noch nicht. Was war das? So, was macht das hier für einen Sinn? Leute, ich könnte schreien. Zeiträtsel, ey. Warum? Warum Zeiträtsel? Was soll das? Was ist das schon wieder? Was ist das? Da oben ist das, wo wir auch rein wollen. Natürlich, wir können da natürlich nicht hochgehen. Wir müssen natürlich das Zeiträtsel machen. Logisch, oder? Oh. Fackeln immerhin. Ach, gut. Ich meine, es ist machbar. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht unmachbar ist, aber es ist scheiße. Zeiträtsel allgemein sind eine riesengroße Scheiße. So. Das muss man jetzt mal gesagt haben. Egal bei welchem Tomb Raider Teil es scheiße ist. Es ist einfach scheiße. So, wir waren in dem hinteren, ne?
Ach ja, bleib am Safe. Scheiß Mann! Schlampe! Bleibst da natürlich auch schön am Safe hängen, ey! Mal ehrlich jetzt! Echt, du bist so scheiße, Bitch! Und dann kommt dazu Zeiträtsel. Da sag ich ja echt nichts mehr zu. So, Abfahrt. Das war scheiße. Abwarten, bis das wieder zugeht. Och, Leute, sowas mache ich echt gerne offscreen, ey. Dann seht ihr mich wenigstens nicht failen. So, komm. Sonst geht's dir nicht schnell genug. Na, ist doch wahr. Sonst geht's dem Zeiträtsel nicht schnell genug. Und jetzt, wo wir was wollen, da geht's dem schnell genug. Jetzt reicht's! Bitch! Ich hol gleich einen Eimer Sand! Geh da raus! So, ich will jetzt mal kurz gucken. Wenn wir jetzt hier abbiegen, quasi, beim Laufen. Könnte sie so laufen, okay. Ich hasse Zeiträtsel, Leute. Kommt. Warum müssen das denn auch drei Türen sein? Eine hätte gelangt. Oder? Eine hätte wirklich gelangt. So. Eine Tür hätte mir hier gereicht. Aber nein, Leute, wir müssen drei machen. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich. Da könnte ich kotzen. Warum sind wir jetzt eigentlich hier zum Beispiel in diesem Raum? Gerade eben? Jetzt sag doch bitte nicht, ja? In diesem Raum ist nichts. Dann falle ich vom Glauben ab. Denn heiße ich Maya. Was war das? Na danke. Sperrt mich doch alle ein. Ja, was ist das jetzt? Ja, ich will nicht deinen Arsch sehen, ich will sehen, was da ist. Oh. Ich speichere das. Ich kann nicht sehen, was da ist. Insofern. Wasser. Wäre nicht von Nachteil, irgendwie auch zu zeigen, was da ist, ne? So. Juhu. Jetzt müssen wir die erste Tür machen.